Die Nacht füllt die Welt ein. Die Nacht mit ihrer Dunkelheit und ihren besonderen Klängen. Die Nacht mit dem, wozu sie mich einlädt und mit dem, was mir Angst macht. Und wenn ich die Nacht ganz nah an mich heranlasse, wenn ich sie bewusst wahrnehme, wenn ich sie mit allen meinen Sinnen erlebe, dann bekomme ich eine Ahnung davon, was Auferstehung bedeuten kann und was Ostern für mich ist. Jesus lebt. Als der Sabbat vorüber war, am frühen Sonntagmorgen, gingen Maria aus Magdala und die andere Maria hinaus an das Grab. Plötzlich fing die Erde an zu beben und ein Engel des Herrn kam vom Himmel herab, wälzte den Stein, der das Grab verschloss, beiseite und setzte sich darauf. Er leuchtete hell wie ein Blitz und sein Gewand war weiß wie Schnee. Die Wachtposten stürzten vor Schreck zu Boden und blieben wie tot liegen. Der Engel wandte sich an die Frauen. Fürchtet euch nicht. Ich weiß, dass ihr Jesus, den Gekreuzigten, sucht. Er ist nicht mehr hier. Er ist auferstanden, wie er es vorhergesagt hat. Kommt und seht euch die Stelle an, wo er gelegen hat. Dann beeilt euch, geht zu seinen Jüngern und sagt ihnen, dass Jesus von den Toten auferstanden ist. Er wird nach Galiläa gehen, um euch dort zu treffen. Diese Botschaft soll ich euch ausrichten. Erschrocken liefen die Frauen vom Grab weg. Gleichzeitig erfüllte sie unbeschreibliche Freude. Sie wollten sofort den Jüngern alles berichten, was sie erlebt hatten. Sie waren noch nicht weit gekommen, als Jesus plötzlich vor ihnen stand. Seid gegrüßt, sagte er. Da fielen sie vor ihm nieder und umklammerten seine Füße. Jesus beruhigte sie. Fürchtet euch nicht. Geht, sagt meinen Brüdern, sie sollen nach Galiläa kommen. Dort werden sie mich sehen. Christus, Licht der Welt, Gott sei ewig Dank. Gott sei ewig Dank.
geschehen. Das Bedrohliche der Finsternis fängt an zu bröckeln. In Gottes Licht verliert die Angst ihre Kraft und der Tod seine Macht. Meine Hoffnung bekommt neue Namen. Der Funke springt über, mein Leben fängt Feuer und mir wird warm ums Herz. Mein Gesicht strahlt in Gottes Licht und es scheint hell und weit. Lasst uns diese Hoffnung weitergeben. Lasst sie uns in die Nacht hineinrufen, damit es widerhallt von allen Seiten, von allen Enden der Welt. Jesus ist auferstanden. Er ist wahrhaftig auferstanden. Halleluja. Der Herr ist auferstanden. Der Herr Gott ist auferstanden. Jesus ist auferstanden. Jesus ist auferstanden. Jesus ist auferstanden. Jesus ist auferstanden. Der Herr ist auferstanden. Jesus ist auferstanden. Der Herr ist auferstanden. Jesus ist auferstanden. Jesus ist auferstanden. Jesus ist auferstanden. Der Herr ist auferstanden. Halleluja. Wir feiern das Leben. Wir gehen dem Morgen entgegen. Gottes Licht leuchtet. Es leuchtet auf uns, es leuchtet in uns und es leuchtet durch uns. Amen. Gott, du bringst Licht ins Dunkel. Du machst das Leben neu. Du befreist. Dafür möchte ich dir danken an diesem Ostermorgen. Von Herzen Danke sagen. Viele haben in letzter Zeit mehr Dunkelheit als Licht in ihrem Leben. Viele wissen nicht weiter. Diese Menschen möchte ich dir an diesem Ostermorgen besonders ans Herz legen. Die Traurigen, die Einsamen und die Menschen ohne Hoffnung, die Kranken, die Sterbenden und ihre Angehörigen. Die Menschen, die Gewalt in ihren Familien erleben, die keine Zukunft für sich sehen. Auch die Menschen möchte ich dir ans Herz legen. Gott, die gerade jetzt ein Licht für andere sind. Und dann hat jeder und jede von uns sicher noch ganz spezielle Menschen, an die wir gerade besonders denken. Durchbrich unsere Nacht, Gott. Führ uns ins Licht, an diesem Ostermorgen und an allen Tagen. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name. Dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Das Osterlicht brennt in einer Laterne vor dem Gemeindehaus. Dort könnt ihr es euch abholen. Holt es euch ab und tragt es wie im Winter das Friedenslicht weiter mit brennendem Herzen in eure Familien, zu euren Nachbarn, in euer Dorf und teilt mit diesem Licht die österliche Freude. Und nun geht in die Osterzeit mit Gottes Segen. Gott segne dich und behüte dich. Gott sehe dich freundlich an und sei dir gnädig. Gott lasse die Augen in Liebe auf dir ruhen und gebe dir und der Welt Frieden. Amen.